Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezialvideo aus meinem Urlaub. In diesem Video sehen wir eine Schleusenanlage in Kleinzerlank. Und da wo ich da war, war auch Hochbetrieb an der Schleuse. Bis zu 2 Stunden Wartezeit war möglich. Übrigens werden in den nächsten Tagen auch Videos aus Oranienburg und Berlin kommen. Aber nun könnt ihr in diesem Video erstmal die Schleuse beobachten. Viel Spaß! Weißt du, wie lang die Schleuse ist? Kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Weißt du auch nicht? Ja.
Spreewald gibt es kleine Schleusen. Ja. Da musst du dich selber schleusen. Machst du selber das Tor zu. Okay. Und wenn das Wasser durch ist, machst du das andere auf. Ah, interessant. Manchmal sind auch Kinder da. Dann musst du einen Euro geben. Dann schleusen die. Sagen einen Spruch auf. Aber es sind auch Boote drin dann in der Schleuse, richtig? Also so Motorboote. Ja, Paddel, kleine. Nee, im Spreewald. Ist wenig, gell? Da fahren nur Paddelboote. Ich glaube, Motorboot fahren ist nicht. Nee, gibt's keine. Nee. Nur Kähne, starken Kähne und Paddelboot und Kanu und sowas. Ja, motorlos. Nee, da darfst du nicht mit dem Motor fahren. Wie bei uns an der Lahn auch, darfst du auch nicht Motorboot fahren. Ja. Also weiter unten dann zum Bündelungen in den Rhein. Das ist ja Wahnsinn hier, wie viele Schiffe hier durch wollen zum Feierabend. Ja, und wir sind so ungefähr das Hundertste. Ja, man hat halt gar keine Idee von hinten, wie weit das noch ist oder so. Man sieht halt nicht. Ja, ein ganzes Stückchen. Aber ist nicht schlimm, sobald man mal an den Pollern festmachen kann, ist es auch nicht anders als im Hafen. Und wie lange wird die Wartezeit sein? 2 Stunden? Mindestens. 2 Stunden auf alle Fälle. Wir haben das gar nicht gesehen. Wir sind letzten Freitag los und erst so um 8 Uhr abends, weil wir erst spät hier waren. Und da waren wir nur wir. Ne? Wir sind einfach reingefahren, die Schleuse rausgefahren. Wir haben es völlig unterschätzt jetzt. Aber wenn man einmal in der Schlange ist, gibt man ja auch seinen Platz nicht mehr auf. Nee, naja, das hilft ja noch nicht. Nee, dann will ich mal wieder ziehen gehen, 3 Meter nach vorne. Schlimmer wäre es, die Schleusen wären zu. An der Oder haben sie Schleusen zugemacht. Na, mit den Fischen. Wegen des Fischsterbens. Und wenn du da unterwegs bist und willst in die Oder rein, Schluss, aus, bleibst da außen vor. Schönen Tag euch auch. Ja, gleich. Man sollte schon mal, bis die Ampel grün wird, ne? Wenn man losfährt. Bei uns spielt die Elektronik verrückt. Ich denke mal, hier musst du genauso warten. Ja, genau. Das hilft dir noch nicht. Ja. Ich habe einen Dashcam-Kanal gesehen, hat mal eine Schleuse aufgenommen. Das dann eine noch, ist dann einer schon voreilig losgefahren, noch während der Rotphase hat die Schleuse sich nicht mehr weiter geöffnet. Also? Ja. Das stimmt. Und wahrscheinlich nicht spannend, ja. Falls ihr euch fragt, warum die kleinen Boote wie etwa Paddelboote hinten bleiben sollen, dies dient zur Sicherheit, denn an der Schleusentor fließt das Wasser in die Kammer rein bzw. aus der Kammer raus. Je nachdem, ob die hoch oder runter geschleust werden. Würden die Paddelboote während der Schleusvorgang zu nah an der Schleusentor stehen, so kann es sein, dass diese von rein oder raus fließendem Wasser mitgerissen werden. Aus diesem Grund sollen die Paddler zuerst die großen Schiffe vorlassen, bevor die dann selber in die Schleuse reinfahren. Mhm.
Thank you.
Kannst du die Radl abladen jetzt? Das sagst du? Ja, die lade ich morgen. Die müssen. Das ist ein Schwan. Ich kann da noch mal her.